Na, sieh mal einer an, wer wieder da ist. Du bist es und ich auch. Willkommen zurück zu einer brandneuen und kochend heißen Folge Hearts of Iron 4. Und ich bin gerade ein bisschen schockiert, welche Länder hier unten angezeigt werden, aber das Land, was wir heute spielen, wird nicht angezeigt. Nein, das Land, was wir heute spielen, ist weniger wert als die Mongolei. Ja, so ist das halt. Willkommen in Griechenland. Und falls ihr nicht wissen solltet, was das hier ist, das ist die A-Z-Serie. Ja, wir sind im G angelangt. G wie Gries oder Griechenland. Und ich glaube, das könnte relativ interessant werden, denn die griechischen Startbedingungen sind schwierig. Zum einen sind alle Nachbarn stärker, ja, sogar Albanien ist gefühlt stärker als wir. Wir haben kaum Fabriken, die Manpower ist verstreut in den damals ursprünglich alexandrianischen Gebieten. In Griechenland selber ist kaum jemand geblieben. Und gefühlt ist alles am Popo. Und was machst du, wenn alles am Popo ist? Genau, du setzt einmal wieder einen König ein. Deswegen gehen wir hier auch direkt auf die Königsregierung. Weil die Aussage sich schon selber ein bisschen widerspricht. Griechenland hat ja ein relativ ausgeklügeltes Fraktionssystem mit unter anderem verschiedenen Loyalitätsstufen, mit Stabilitätsboni oder Abzügen und Manpowerboni oder Abzügen, entsprechend der Stufe, wo sich die verschiedenen Kategorien Faschisten, Kommunisten, Republikaner oder Monarchisten befinden. Das Ganze zu befreunden oder zu zerstören ist relativ teuer und natürlich auch wieder mit ein paar Abzügen verbunden, aber meine Güte, man kann sich nicht alles aussuchen. Wobei doch, eine Sache kann man sich immer aussuchen, nämlich ob man dann seinen Lieblings-YouTuber unterstützen möchte, indem man einen Daumen nach oben drückt und einen netten Kommentar verfasst, damit der YouTube-Algorithmus das Video positiv auffasst. Ja, die Monarchisten haben die Wahl gewonnen, damit hatte ja wirklich gar keiner gerechnet. Also, wobei... Achso, kann ich gecancelt werden? Ja, okay, doch, also die Monarchisten haben gewonnen. Aber jetzt haben wir die linke Option, die bedeutet Bürgerkrieg und fette Schlägerei in der City. Oder den rechten Weg, der bedeutet nieder mit den Kommunisten und deswegen gefällt er mir erstmal generell besser. Aber bevor wir das machen, werden wir die Drachme kurz abwerten. Oder Drachma. Oh, Eleftherios Venizelos ist im Exil gestorben. Das ist unfassbar krass. Keine Ahnung, wer das ist und was der will, aber Ruhe und Frieden. Ah, die Baguettes gehen wieder rot. Ne? Wie sagt man immer so schön, lieber tot als rot, aber die Baguettes denken sich so, okay, nein, Challenge accepted. Einziger Vorteil ist ja für Deutschland dieses Mal, dass kein kleines Bayern da ist, was den Aufstieg der Deutschen ein bisschen verhindert. Weil ich hier sagen muss, dass die Deutschen ohne Bayern stärker waren als mit Bayern, gefühlt. Das ist auch, naja, lass mal so stehen. Aber wir zahlen auch unsere Schulden hier brav zurück aktuell. Weiß nicht, was es bringt, aber es ist wichtig, dass man die Schulden zurückzahlt. Hat niemals irgendjemand gesagt, wir werden wahrscheinlich auch irgendwann aufhören damit. Ja, sehr schön. Die Briten gehen braun, die Franzosen gehen rot, ich gehe weiß und die Deutschen, die wissen noch nicht, was sie machen. Digga, die sind einfach im Bündnis mit Finnland. Digga, es ist Juni. What the shit? Befreunden mal nebenbei die Faschisten. Rest kann ich leider nicht befreunden. Vielleicht kann ich die nachher kaputt machen oder so. Gibt schon relativ krasse Boni, dieser Metaxismus da, ne? Wenn man sich so anschaut, Stabilität und so krasses Zeug. So, wir können irgendwas mit Zypern noch machen. Das Problem ist nur, dass aktuell die Briten ihre hässlichen Stiefel auf meinem Land hier haben. Aber Briten zusammenschlagen, bin ich eh Experte drin, das passt schon. Auch sehr interessant ist dieser Fokuspunkt. Wir bekommen eine Militärfabrik und eine Zivilfabrik pro Land, welches mindestens 80 Meinungen oder mehr von uns hat. Frankreich, United Kingdom, also die Briten und die Franzosen sowie die Sowjets. Das heißt, wir machen mal ein bisschen hier bücken. Ne, wisst ihr, was ich meine? Wir bücken mal vor ein paar Leuten. Und das Gute ist, wir haben noch minus 50% durch Konstantinus Zaldaris. Heißt, wir können quasi fast schon for free hier unsere Beliebtheit erhöhen. Ah, um Himmlers Willen. Der Typ hat die Macht übernommen. Aber was ist mit dem Führer passiert? Ah, ein Mercedes-Benz LG 2500 in den griechischen Reihen. Und bei den Zügen ist es das SEK. Also alles sehr deutsch, wenn ihr mich fragt. Fehlt nur noch die GSG. Cabrio. Da könnt ihr warten, die Deutschen, macht die bitte erst dann kalt, wenn ich meinen Fokus abgeschlossen habe, weil ich brauche die 4 Fabriken insgesamt. Also 8 sind es eigentlich. Also an sich war bei allen Ländern dieser Effekt eingetreten. Ich habe aber nur 2 Militärfabriken und nur 2 Zivilfabriken bekommen. Nee. Ach, keine Ahnung, irgendwas habe ich auf alle Fälle bekommen. Gerade überlegt, wie das läuft. So, die mögen mich und dann fliegen die einfach eine Fabrik bei mir ein. Oder wie lief das eigentlich gerade ab mit den Beziehungen verbessern? Ich einfach so große Hubschrauber, die so ganze Fabrik einfach irgendwo hinschmeißen. Ja, das Land aufmachen, das ist immer eine gute Idee. Ja, diese Schulden, die fressen uns schon ein bisschen auf, was Stabilität und Zivilfabriken angeht. Und dann, wenn man nochmal Schulden zurückzahlt, das macht es auch nicht besser. Oh, ist alles so schlimm. Hier ist es alles schlimm. Das Land kannst du einmal abreißen. Einmal abreißen, einmal wegschmeißen, bitte.
Schwester? Ein neuer Abonnent? Danke fürs Abo. Ah, jetzt labern wir ein paar Leute ein, die sollen mal alle reinkommen in unsere Bude und was Schönes bauen hier. Oh, was wie Atomreaktoren, Atomwaffen, modernste Panzer und sowas können sie gerne bei mir bauen. Vielleicht gleich noch eine Cyborg-Armee, hätte ich auch Bock drauf. So, ein Embargo gegen Italien, aber immer doch, die schulden ja, nee, ich schulde denen noch Geld. Ja, Embargo kann ich leider kein Geld mehr schicken. Italien tut mir voll leid. Ja, die Franzosen investieren. Sehr schön. Ach, das gibt mir nur ein das gibt mir nur einen Bauslot. Ich dachte, wir kriegen eine Fabrik oder so. Das Problem ist nur leider, wenn die ablehnen, dann zahle ich jedes Mal 5% Stabilität. Und das ist ja halt auch nicht das Gelbe von der Eck. Ja, hier, minus 5% Stabilität. Die Deutschen und die Briten sind richtige geizige Gauner. So, und nun ist es an der Zeit, den Weg des Militärs einzuschlagen und Griechenland zurück zur alter Stärke zu führen. Wie damals unter Alexander dem Großen. Weiß nicht, ob den einer von euch kennt. War ein alter Spezi von mir. Apropos Spezi, wir machen erstmal die Republikaner kalt. Der war gut. Der war gut. Fandet ihr den nicht auch gut? By the way, das Deutsche Reich hat schon wieder verloren. Die Deutsche Republik wurde gegründet. Das gefällt mir nicht. Die Deutsche Republik ist mal sehr mächtig. Aber wir haben ja dieses Mal Faschisten und Kommunisten und keine Demokraten an den Grenzen. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Ja, ich hätte auch mal drüber nachgedacht, Krieg zu erklären. Aber dafür brauchen wir eine World Tension von 100% aktuell, weil die Metaxa-Soße keinen Bock hat, Krieg zu führen. Was ich absolut skandalös finde. Denn ich bin der Meinung, wir sollten die Metaxa-Soße in der gesamten Welt verbreiten, weil sie schmeckt sehr lecker. Man muss wirklich sagen, dass ein Königreich nach der Demokratie direkt das zweitlangweiligste ist, was man spielen kann. Wenn man wie ich ein verdammter Kriegstreiber ist. Aber wie wir sehen können, es gibt hier noch weitere Möglichkeiten, unsere Metaxa-Soße anzupassen. Quasi ein paar neue Gewürze, ein paar andere Soßen mit rein. Ah, wir könnten auch Bulgarien. Oh, machen wir doch gleich mal das. Okay, dann gucken wir mal, ob wir uns jetzt wirklich einfach so Bulgarien einverleiben können. Ich meine, gut, am Ende des Tages sind sie umzingelt von Nachbarn, die eigentlich alle grundsätzlich nur an sich selber denken. Und falls die Briten auf dumme Gedanken kommen würden, die sind eh faschistisch. Das heißt, die kommen gar nicht mehr auf dumme Gedanken. Größtes Problem für Länder wie mich, dass die jetzt mit Italien verbündet sind, was quasi de facto bedeutet, es ist fast unmöglich, irgendwie einen Fuß ins Meer zu setzen. Aber darum kümmern wir uns später. Oh, Österreich. Was für Österreich? Digga, was ist los, Alter? Die Faschisten sind einfach das stärkste Bündnis. Und das ohne die Deutschen. Bei dem ganzen Faschismus ist es auch ganz gut, dass wir die Kommunisten aktuell kaputt machen und uns sehr gut mit den Faschisten verstehen. Ja, wenn wir den orthodoxen Staat ein bisschen weiter pushen, ist es nun an der Zeit, unsere Freunde aus Bulgarien mit ein bisschen Metaxa-Soße zu überziehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie keine Chance... Ja, schaut euch das an. Ja, wobei, die haben schon 80.000, 90.000 Mann, aber man weiß nicht, wo die sind. Und weil heute alles durcheinander ist, hat in Spanien auch tatsächlich die republikanische Fraktion gewonnen, nicht die faschistische. Ah, wunderbar, die dritte hellenistische Zivilisation. Ich wusste gar nicht, dass es davor schon zwei andere gab. Aber Fakt ist auch, in 60 Tagen bin ich endlich schuldenfrei. Wäre schön, wenn ich das auch über mich selber im richtigen Leben sagen könnte. Aber was wir jetzt machen, ist, wir schmeißen diese ganzen Länder wieder raus. Soll ich verpissen. Hat mir eh nichts gebracht. Am Ende des Tages laufen sie in meinen Ländereien rum und machen unsere Straßen dreckig. Das will ich nicht. Hab nicht aktuell leider keine Putzkräfte zur Verfügung. Die sind alle in Bulgarien beschäftigt. Und die Bulgaren kämpfen wirklich bis zum letzten Mann. Da mein tiefsten Respekt an der Stelle mal. Aber nach langen und harten Kämpfen ist es uns doch gelungen, Bulgarien zu befrieden. Und wir haben den nächsten Forschungslot bekommen, während wir uns als nächstes dafür entscheiden, unser Land zu verteidigen. Dafür fügen wir etwas Schärfe in unsere Metaxa-Soße hinzu, dass jeder, der daran kostet, vor lauter Schmerz in Ohnmacht fällt. Außer uns natürlich, wir können das ab. Und was gibt's Besseres als Griechen, als den spartanischen Kriegsgeist wieder auferleben zu lassen mit brutalen Boni? Zum Beispiel 15% rekrutierbare Bevölkerung, also der Faktor, nicht der grundsätzliche Prozentsatz, aber trotzdem ist nice. Wir können außerdem wieder wirklich Fraktionen beitreten. Und unser Neutralitätssupport steigt. Also, für Sparta. Ja, die Briten haben sich Irland gesnackt und das ging relativ schnell. Die werden wahrscheinlich gleich ganz Irland besetzen. Die haben nicht bekannterweise kaum eine Chance gegen die britischen Truppen. Die meisten ihren Leben nämlich in Kirchen und haben keinerlei Ahnung von Kriegsführung. Und das nutzen die Briten natürlich wieder hinterlistig aus. So, und dann schwingen wir uns mal zum Beschützer allen Lebens auf. Das ist genau meine Aufgabe. Deswegen stehe ich jeden Morgen auf, weil ich die gesamte Welt verteidigen möchte gegen jeden Einfluss, der nicht meinem gleich ist. Bin ich deswegen ein guter Mensch? Oh ja, auf jeden Fall.
So, und dann beginnen wir unsere Division ein bisschen anzupassen, also de facto erstmal halbwegs annehmlich zu machen. Und ich weiß, du hättest schon lange Divisionen, die sind 10 Milliarden mal besser als meine, aber im Gegensatz zu dir bin ich ja auch ein schlechter Spieler. Unsere Armee umfasst in der Zwischenzeit 230.000 Spartaner. Bei Ansicht würden 300 reichen, ich weiß. Aber warum geizen, wenn man auch klotzen kann, ne? China hat die Uno-Reverse-Card gespielt und Japan den Krieg erklärt. Naja, muss ich ja wirklich sicher sein, dass er das Ding gewinnt. Ich würde mit den Japanern nämlich kein Uno spielen. Ich würde generell nicht mit den Japanern irgendwas spielen, weil die mich in allen Spielen wahrscheinlich kalt machen würden. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Wir haben ja brutal viel Ressourcen. Wie geil ist das denn? Na gut, wir haben viel Berge. Da wird es bestimmt mal den einen oder anderen Ressource irgendwo geben, ne? So, das nächste, was wir auch machen müssen, ist unseren Handel ein bisschen begrenzen. Aktuell geht nämlich fast alles ins Ausland und das sorgt dafür, dass wir selber fast keine Ressourcen mehr hatten. Das hat sich jetzt aber geändert. Und ein bulgarisches Gebiet nach dem nächsten wird Kerngebiet, was dazu führt, dass wir die vollen Ressourcen und Manpower nutzen können und keine Garnison mehr brauchen. Das Ganze geht immer noch über die Cores und Claims GUI Mod, die in der Zwischenzeit jeder kennen sollte. So, dann machen wir mal weiter und verstärken vor allem unsere Militärwirtschaft plus unsere Zivilwirtschaft, also beides relativ Neues, mit den Minenoperationen, die ausgebaut werden. Leider ist nur das Problem, dass absolut nichts geschieht aktuell. Die World Tension liegt bei 14% und ich kann nichts machen. Keiner kann was machen, weil die World Tension zu niedrig ist und Deutschland nichts tut und ja. Ah, vom Teufel redet. Hat jetzt aber nicht so... Ah, doch, jetzt geht die World Tension hoch. Bum, 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 bum. 25%. 40% brauchen wir für uns. Ah, 26. Ja, ja. Los, los, los. Mehr, mehr, mehr. Jetzt explodiert's. Jetzt explodiert's gerade richtig. Um Himmels Willen. Oh, jetzt haben wir einen richtigen Krieg, Freunde. Und ich schaue einfach nur zu. Und natürlich Infrastruktur ausbauen in Gebieten, in denen man Ressourcen hat, ist immer sehr klug. Ihr seht hier die kleinen gelben Zahlen. Sind die Erhöhung der Ressourcenextraktion durch eben Infrastruktur. Endlich. Das ist nur die Frage, mit wem legen wir uns an? Vielleicht sogar einfach der Türkei. Oh, oder auch nicht. Eieieiei. Okay, das klappt ja nicht bei dem. Dann legen wir uns jetzt mal mit den Rumänen an, in der Hoffnung, dass die Franzosen sich nicht einmischen und damit auch automatisch den Bündnisfall mit den Sowjets auslösen. Weil dann hätte ich ein Problem. Aber mal gucken. Alles ist besser, als gar nichts zu machen und zuzuschauen, während die Welt brennt. Interessanterweise könnten wir auch dem Bündnis mit den Rumänen beitreten, aber ich habe meine eigenen Ziele nach wie vor. Und da unsere Kriegsrechtfertigung gegen Rumänien fertig ist, würde ich mal sagen, haben wir keine Franzosen als Gegner, okay, nehme ich gerne an. Und fallen jetzt dem tschechoslowakisch-rumänischen Bündnis eiskalt in den Rücken. Und die Briten wollen mich direkt in ihrem Bündnis haben. Warte mal, die Frage ist, will ich ins britische Bündnis? Nicht so wirklich, glaube ich. Also fürs Erste nicht. Wir wissen ja nicht, was später noch passiert. Gesamtmanpower feindlicher Seite beträgt um die 600.000. Bei uns sind es um die 3 Millionen. Aber Österreich-Ungarn ist kurz vorm Kollabieren. Naja, ein paar griechische Landsleute verlieren leider auch hier wieder ihr Leben. Aber da wir Spartaner sind, sterben wir für eine bessere, für eine größere Sache. Und jeder Tote ist ein Held. Deswegen alles gut. Es gibt nichts Schöneres als eine kollabierende Koalition. Wobei es in dem Fall nicht allzu schwer war. Wir selber haben ja auch schon 450.000 Mann im Feld, aber haben auch 130.000 verloren. Ja, aber während ich mich noch drüber aufrege, dass wir Leute verlieren, hat tatsächlich dieses rumänische, tschechoslowakische Bündnis kapituliert. Und Italien hat sich gedacht, oh ja, Böhmen. Böhmen wollte ich schon immer mal haben. Und es wäre eine echte Schande, wenn ich mich jetzt direkt mit den Alliierten anlegen würde. Dauert aber 200 Tage leider. Und die Akademie von Athen gibt uns einen weiteren Forschungsslot. Damit haben wir dann 6. Wenn ich da an Bayern zurückdenke, da wird mir schon fast wieder schlecht. Mit meinen 2 Forschungslots und 30% Malus. Da ist das hier ja schon fast wieder wie Urlaub. Ja, also forschungslottechnisch sind wir jetzt weit gekommen. Fangen wir mal an, Gleise zu erforschen. Das sorgt dann dafür, dass wir unsere Züge sogar einsetzen können, die wir haben. Aktuell fahren die nämlich noch im Modder. Und das ist relativ schwierig, ne? Geht denn eigentlich da oben ab? So, ich frage für einen Freund. Oh. Ach so, die gesamte Welt kloppt auf die Alliierten ein. Das ist ja fein. So muss es sein. Die Sowjetunion möchte Bessarabien haben. Die können auf die Fresse haben. Das ist alles, was sie bekommen von mir. Ja, ja. Kommt doch her, wenn ihr euch traut, ha? Ach so, die sind ja auch mit denen im Bündnis, ne? Hübs. So ein bisschen besser aufpassen. Ja.
Diese hässlichen Gestalten, Alter. Wie sie direkt auf den Krieg gegeiert haben. Wie kann man denn so kriegsgeil sein? Ja, Moment kurz, bevor ich jetzt das alliierte Angebot annehme. Ja, doch, ich glaube, es macht schon Sinn. Ich glaube, das macht Sinn. Wir treten jetzt tatsächlich den... Oder auch nicht? Oh, ja gut, wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das dieses Mal hin. Ich hoffe nicht, dass es wie in Bayern endet, sondern dass wir dieses Mal gewinnen. Aber es ist hart zu vereinen, viel und man weiß nie, was passiert, ne? Und hier an der Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle, die meinen Kanal unabhängig von Werbeeinnahmen finanzieren. Das sind Kanalmitglieder und Leute, die mir hin und wieder ein paar Spenden da lassen. Großes Dankeschön auch nochmal an euch, dass ihr mich so derart noch extra zusätzlich unterstützt. Einziger Vorteil in der ganzen Geschichte, dass die Türkei nicht bei den Sowjets mit drin steckt, durch irgendwelche merkwürdigen Umstände. Das rettet uns aktuell und vor allem, dass ich nicht noch mehr Nationen den Krieg erklärt habe. Stell dir sich mal vor, ich hätte den Jugoslawen oder der Türkei den Krieg erklärt und würde da jetzt feststecken, zusammen gegen die Österreich-Ungarn. Das wäre eine Gaudi. Aber da beißt die Maus dem Hund keinen Faden ab. Das ist eine relativ beschissene Situation, in der wir uns befinden. Vor allem habe ich keine Menschen in meinem Land. Immerhin sind die Russen zu feige, uns anzugreifen. Unsere heldenhaften spartanischen Truppen haben schon ganz anderen Widerständen getrotzt. Das wissen die Sowjets natürlich auch und greifen gar nicht erst an, ne? Persien lässt grüßen. Gut, damit hat sich das auch erledigt. Shit. Es ist an der Zeit, ein paar Geister einzusetzen, die vor allem unsere Verteidigung buffen. Ah ja, wir könnten jetzt übrigens rein theoretisch Österreich-Ungarn den Krieg erklären. Ich glaube, wir machen es nicht. Leute, es kommt mir jetzt erst... Ich habe da Truppen stehen, die ich gar nicht brauche. Bin ich dumm? Also ja, ich bin dumm, aber wie dumm bin ich denn bitte? Können wir doch direkt nach Norden schicken, bevor meine Linien da kollabieren. So, und damit können wir jetzt AFK gehen und lassen das Ganze jetzt einfach mal 10 Jahre weiterlaufen. Dann gucken wir mal, wer noch lebt. Okay, irgendjemand ist hier gelandet. Man weiß nicht, wer es ist. Also man würde es erkennen, wenn man ganz weit raus scrollt, aber es ist das japanische Shogunat. Hä? Wir hatten das japanische... Wir haben denn die dann in der Invasion hinbekommen? Hallo? Jetzt ohne Witz, in Afrika geht's übelst hart ab. Da gibt's für alle 5 Sekunden irgendeine neue Nation, wie den Sudan und Uganda und Kenia und so. Und die battlen alle gegen die Briten und Ägypten. Und auch alles total interessant und so. Das Ding ist, ich bin mir da echt nicht sicher, aber wir können rein theoretisch schon mal gucken, ob wir da eventuell mal ein russisches Territorium vorstoßen können. Na, die Japaner mit den Invasions ist schon immer mutig, ne? Muss man denen ja schon mal lassen. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie die da hinkommen. Das sollte doch gar nicht möglich sein, durch diese ganzen Gebiete. Ja, wobei rein theoretisch schon. Die sind ja im alliierten Bündnis, sehe ich gerade. Ich trottel. Durch das Korn der Gebiete haben wir immerhin unsere Manpower ein bisschen erhöhen können. Von 16 auf 26 Millionen. Oh, die Briten räumen gerade ein bisschen mit den Sowjets auf. Da wir jetzt aktuell auch ein paar Truppen haben, würde ich sagen, okay, let's go. Wir gehen all in. Ich glaube, ich spinn. Jo, hat hier oben überhaupt nicht funktioniert. Nee, ich sollte vielleicht auch mal die Offensive starten. Jetzt hat... Oh, Belgien ist der Europäischen Allianz beigetreten. Guten Morgen, Deutschland, Herr Adenauer. Vielleicht erbarmen Sie sich ja auch noch gegen den kommunistischen Frevel, der die Welt obsucht. Ha, wir haben sogar geschafft, sowjetische Truppen einzukesseln. Ja, solche Offensiven sind schon immer kostspielig. 110.000 Griechen sind bereits gefallen. Auf der Gegenseite 400.000 Sowjets und immerhin auch schon eine unbekannte Anzahl an Franzosen. Wahrscheinlich kein einziger. Gibt doch keine direkte Front zwischen uns, von daher irrelevant. Ist aber auch ein erbarmloser Stellungskrieg, ne? Auf allen Ecken und Kanten. Vor allem die Chinesen, die kämpfen mit den Sowjets zusammen. Auch total bescheuert eigentlich. Wobei eigentlich auch nicht, alles Kommunisten. Gleiches und Gleiches gesellt sich gern, wie wir wissen. Okay, yo boys. Shit is real. Israel. Und ich bin richtig hart am Sack, weil... Irgendjemand gemeint hat, es wäre total lustig, die Front hier kollabieren zu lassen. So irgendwelche britischen Clowns. Jedenfalls, Deutschland wird jetzt easy aufräumen mit den Italienern und Co., was mir überhaupt nicht passt. Weil ich jetzt dann alleine gegen die Sowjets kämpfen muss. Ich? Aber zum Glück bin ich nicht in alliierten Bündnis, weil sonst... Oh, verdammt, die Franzosen. Ah, Probleme. Ah, das ist das Geilste am italienischen Bürgerkrieg, weil das, ich verstehe bis heute nicht, wie es funktioniert, aber wenn er kommt, ist so, dass eigentlich immer jeder mit jedem im Krieg liegt, genauso wie die Deutschen jetzt mit den Sowjets, also langfristig auch mit Frankreich. Und ja, I love it, I totally love it, weil die Deutschen können sich dann auch um die Polen kümmern, das gibt mir die Chance, andere Sachen zu machen. Und jetzt zählt nur noch eins. Totaler Angriff.
Wir müssen alles investieren, was wir haben. Und die Verluste sind scheißegal. Hauptsache, wir erobern möglichst viel Gebiet und bekommen möglichst viel Varscore. Wo bin ich denn hier? 100%? Gut, das ist nicht ganz richtig, glaube ich. 10% bloß. Was? Macht mal kein Auge hier jetzt. Gib mal ein bisschen was ab. Wollen ja die Japaner schon wieder hier, Mann. Das letzte Mal, als jemand hier rumgegeiert ist, hat mir die halbe Front auf einmal zusammengebrochen, ey. Immerhin können wir jetzt eine große Front machen. Es gibt keine zwei Einzelfronten mehr. Die Baguettes haben einen ziemlich schnellen White Flag Surrender Move gemacht gleich. Wobei, das sind in dem Fall wahrscheinlich Red Flag, ne? Wegen Kommunismus und so. Versteht ihr? Ja, wir pushen hart. Ja, ja, ja. Nieder mit den Feinden. Ah, so gefällt mir das. Die Monarchie marschiert mal wieder Richtung Moskau. Bis jetzt ging es ja immer gut, wenn irgendjemand nach Moskau marschiert ist, ne? Ja, 300.000 Griechen sind gefallen. Aber was willst du machen, ne? Wir müssen halt was machen. Das Ende der Baguettes ist ebenfalls eingetreten. Und Belgien hat sich mal wieder alle Gebiete gesnackt. Übrigens, ja, die sind... Ja, genau. Also, ich wünsche euch allen viel Spaß, generell gesagt. Prügelt ihr euch mal alle ganz entspannt, wenn ich hier gemütlich mir die Sowjets und die Polen snacke. Also, das ist ja nicht, wenn es fertig ist. Digga, die gehen mir halt auf den Sack, Alter. Erobert doch nicht immer jeden Scheiß, wenn ihr es nicht halten könnt, Mann. Ja, ich meine, es fehlt langsam am wichtigsten Artillerie und Support-Equipment. Aber wir stehen so kurz vorm Sieg. Kennt ihr nicht schon den geheimen Angriff der Griechen? Die Rückwärtsoffensive? Ja, maximal effizient. Ah ja, jetzt die seitliche Rückwärtsoffensive. Also, ja, die Taktiken, die wir anwenden. Brutal. Aber wie gefragt, ich bin. Jeder will, dass ich in sein Bündnis gehe. Bald kommen noch Nationen, die gibt's gar nicht mehr. Die wollen noch, dass ich in die Bündnis gehe. Kollabiert doch endlich! Wie kann das sein, dass die Polen so lange kämpfen können? Die wollen sich einfach nicht ergeben. Die schlitzen mir den letzten Drehspieß vom Leib. Hä? Drehspieß? Ja, ich meine, 850.000 Verluste als Griechenland bei einer Stadtbevölkerung von 6,5 Millionen? Kein Problem. Moskau ist offiziell an die Truppen des griechischen Königs Ioannis Metaxas. Ist der König? Ist das ein König noch oder was ist das jetzt eigentlich? Was ist denn der jetzt eigentlich beruflich? Der König ist er, glaube ich, nicht mehr, oder? Jetzt hat er keine Krone auf, aber auf der anderen Seite sind wir Autoritäten. Ja, wobei es kann wieder alles heißen. Also ich glaube, dass wir... ja, keine Ahnung. Irgendeiner sitzt da auf dem Thron. Ich bin es nicht. Digga, Alter. Mir fehlt ja alles. Ey, die Spanier mit 60, 70 Divisions haben sich den Kommunisten angeschlossen. Na dann, good luck, have fun. Naja, das bleibt spannend. Die Alliierten pushen zurück, also ich weiß nicht, wer hier gewinnt. Alter, Luxemburg. Luxemburg mit 50.000 Mann ist soeben den Alliierten beigetreten und räumt komplett auf. Das gibt's nicht. Die kollabieren. Digga, die Europäische Allianz ist am kollabieren. Ich glaube es nicht. Na gut. Luxemburg hat wieder kapituliert. Irgendjemand hat kapituliert. Ich glaube, es war Polen, oder? Nee. Hä, wer hat denn gerade kapituliert? Also irgendwas hat kapituliert. Italien oder so. Keine Ahnung. Zu schnell weggeklickt. Klassische Krabbe. Allein und verlassen eine alte Pferdedivision steht Neu-Iran. Und in 70 Jahren werden sie sagen, wir haben gekämpft bis zur letzten Sekunde. Weil sie nie mitbekamen, dass der Krieg schon lange vorbei war. So oder so ähnlich stelle ich mir das vor mit denen. Jetzt hat Polen wirklich kapituliert. Das Gute ist, der polnische Kollaps hat uns relativ viele Waffen gebracht, die wir nutzen können, um unsere Truppen wieder aufzufüllen. Und die Sowjets haben echt kapituliert. Wer hätte das gedacht? Das Problem ist, wir müssen jetzt noch die Chinesen besiegen. Ich habe da aber irgendwie auch gar keinen Bock drauf. Oh ja, Spanien hat kapituliert. Das ist belgisch, magisch sozusagen. Ja, die Chinesen werden jetzt gerade ein bisschen aufgegessen, nachdem ihre sowjetischen Freunde vernichtet wurden. Ah, look at this, my friends. This is... Oh shit. Also entweder habe ich gerade bei den Friedensverhandlungen hart reingeschissen oder ich habe irgendwas eingestellt, was das alles gerade komplett sinnlos gemacht hat. Ich habe jetzt nochmal kurz einen alten Save geladen und gucke, ob ich es diesmal anders hinbekomme. Ja, das sieht besser aus. Ignorieren wir das bitte. Meine Fettfinger haben scheinbar Britisch-Malaysia angeklickt und ich habe denen die ganzen Gebiete gegeben. Jetzt würde ich aber gerne noch eine Sache machen. Ich würde gerne die Deutschen kalt machen, einfach so just for fun. Die Türkei, das dauert mir zu lange. Ich warte nicht 400 Ingame-Tage bei dieser Schneckengeschwindigkeit auf eine Kriegserklärung. Deswegen, just for the fun, werden wir kurz noch über die Deutschen drüber rasieren. Das ist zumindest der Plan, außer die Deutschen rasieren über mich drüber.
Ich hab verpasst, den Deutschen den Krieg zu erklären. Wir müssen nochmal justifieren, ich bin so blöd. Aber wollen wir mal sehen, ob's good old Griechenland immer noch mit den Deutschen aufnehmen kann, so wie damals, vor 2 Milliarden Jahren. Also Jugoslawien ist aktuell eine größere Herausforderung als das Deutsche Reich. Ich habe die Hälfte der Front vergessen abzudecken. Aber da die Deutschen eh so schnell gerade einen Abgang machen, bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt brauche. Haben auch komplette Green Air in der gesamten Erdatmosphäre, das passt auch. Ah, Deutschland kapituliert, Jugoslawien auch. Belgien fehlt noch. Die haben nicht mal Truppen, Digga. Ja. Und damit bin ich zufrieden, auch wenn wir es nicht geschafft haben, die Türkei zu unterwerfen. Dieser Mann sei Dank, weil mit dem an der Macht willst du die Türken nicht angreifen, weil... keine Ahnung. Trotz allem eine äußerst verrückte, unterhaltsame, lustige Kampagne, die mir sehr viel Spaß bereitet hat. Ich hoffe euch auch. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und nicht vergessen, keine Krabben essen.